Chico wurde adoptiert. Sei stark, Chico. Ich habe mich in Chico verliebt. Hallo, ich bin im Krankenhaus mit Chico. Chico ist weiterhin in kritischem Zustand, aber trotz all dieses Leidens und dieser Spannung ist heute etwas Unglaubliches passiert. Chico wurde adoptiert. Ich habe eine Überraschung. Chico wurde adoptiert. Wenn alles ein bisschen ruhiger ist, lassen wir die Familie hereinkommen, um ihn kennenzulernen. Ja, sie sind aus Esparraguera, Katalonien gekommen. ¿En serio? Sí, sí. Adrede, ¿han venido? Adrede, ¿han venido? Ja, das stimmt. ¡Ay, chico! Muy bien. Ok. Bueno. ¿Qué tal estás, gordito? Was ist mit diesem Kleinen los? De cervicales. Venga, vamos allá. Ihr werdet die Familie kennenlernen, die Chico adoptiert hat. The family that has adopted Chico. Kommen Sie mit mir. Wir geben ihm eine Bluttransfusion und Chico kann sein Bett nicht verlassen. Aber Sie werden ihn treffen. Sie wissen, dass ich Scotty bereits adoptiert habe. Wie lange ist er schon bei Ihnen vor Jahren? Ja, fast 5. Neulich war er im großen Haus und er schien großartig. Ich bin mir sicher, dass er sich an Maribel und Sie erinnert hat, als er Sie gesehen hat. Sie sind sein Hauptpack. Wo ist Chico? Er ist wunderschön. Ich habe dir etwas mitgebracht, Chico. Schau. Ein neues Halsband, grün für Hoffnung. Orange bedeutet Ausgleich, also brauchen wir jetzt wirklich Grün für Hoffnung. Er ist wunderschön. Ich habe mich in Chico verliebt. Ich stelle mir vor, wie er in meinem Bett schläft. Also sind Sie extra gekommen, um Ihren Hund zu treffen. Ja, ich kann ihn mir zu Hause bei mir vorstellen. Sei stark, Chico. Er ist wunderschön. Er ist sehr hübsch. Ich liebe seine Ohren. Ich habe mich in ihn verliebt. Chico? Wenn Sie dir das Halsband nicht anlegen, werde ich eine Beschwerde einreichen. Mit diesem Halsband wird er nirgendwo verloren gehen. Das Orange ist sehr schön, aber wir müssen zu Grün für Hoffnung wechseln. Sei stark, Chico, ich liebe dich sehr. Armer Chico, wenn man ihn berührt, fühlt man nur seine Knochen. Wenn du nach Hause kommst, wirst du sehr gut essen. Das wirst du sehen. Als ich Chico sah, war es genauso wie damals, als ich Scotty zum ersten Mal sah. Ich dachte, dieser Hund muss meiner sein. Und das Gleiche passierte mit Chico. Vielen Dank für Ihr Kommen von so weit her. Danke für alles, was Sie tun. Sie sind ein tolles Team und ich liebe Sie sehr. Grüßen Sie Maribel von mir und danke nochmal für alles. Wie sehen Sie Chico? Die Situation ist sehr heikel. Er hat Möglichkeiten. Wir werden sehen, wie er sich seit gestern entwickelt hat und wie er auf die neue Behandlung reagiert, die wir hinzugefügt haben.
Im Moment geben wir ihm Sucralfat als Schleimhautschutz, Vitamine, Glucanthime für seine Leishmaniasis. Geben Sie ihm immer noch Glucanthime? Ja, 100 Milligramm alle 4 WH. Warum immer noch das Gleiche? Wir warten, da wir uns nicht sicher sind, ob es das Glucanthime ist, das diese Reaktion verursacht hat. Der Hauptverdacht ist, dass ihm das wegen seiner Leishmaniasis passiert. Wir haben eine Probe von seiner am meisten vergrößerten Drüse genommen und wir haben keine Leishmaniasis-Amastigoten gesehen. Aber wir glauben, dass er Proteine durch Blutungen verliert, was auf ein Gerinnungsproblem zurückzuführen ist. Seine Gerinnungszeiten sind in Ordnung und es handelt sich um eine primäre Hämostase in Verbindung mit Thrombozytopenie. Er hat sehr niedrige Thrombozytenwerte. Glauben Sie im Moment nicht, dass es die Medikamente sein könnten, die er nimmt? Ich kann es nicht ausschließen, weil eine solche Reaktion beschrieben wurde. Aber die erste Option, besonders wenn man bedenkt, wie lange er diese Behandlung schon bekommt, ist, dass es wegen seiner Leishmaniasis ist. Er hat heute eine bessere Farbe als gestern. Ya me sé yo los trucos ya. ¿Qué es rico? Es gastrointestinal, pero es de gatito y eso le suele encantar. Wie finden Sie ihn? Er ist besser. Sein Hämatokrit ist gestiegen, seine roten Blutkörperchen auch. Wir müssen bis morgen warten, um zu sehen, ob er wieder verliert oder anfängt zu regenerieren. Gestern hatte er 1.230.000. Heute hat er 2.170.000. Wir werden 24 Stunden warten. Vor 15 Tagen hatte er einen Hämatokrit von 24-25%. Gestern war es 7% und heute 13,7%. Wir werden beobachten, ob es morgen gestiegen oder gesunken ist, ob die Transfusionen wirken, er anfängt zu regenerieren und die Leishmaniasis gelähmt wird, sodass wir die stärkeren Behandlungen zurückziehen können und er sich erholen kann. Heute sieht er für mich besser aus. Lassen Sie uns die Daumen drücken und sehen, wie es ihm morgen geht. Trotz der Unsicherheit und dieses Schmerzes wissen wir, dass wenn Chico sich erholt, er eine außergewöhnliche Familie haben wird, die auf ihn wartet. Unglaublich, wie ihr gesehen habt. Jorge und das ganze Team sind hier und versuchen, diesen Hund durchzubringen. Seine Situation bleibt sehr kompliziert, kritisch. Bitte spendet, wenn ihr könnt. Helft uns, ihn zu retten. Danke. Thank you.